Wir befinden uns in Essen-Borbeck an der Stolbergstraße. Hier ist aus ungeklärter Ursache ein mit zwei männlichen Personen besetzter Pkw aus der 5. Etage des hinter uns befindlichen Parkhauses auf den Gehsteig gestürzt. Das Fahrzeug lag auf der Seite, die Patienten waren eingeschlossen, bewegten sich nicht mehr, sodass wir eine sogenannte Crashrettung durchführten. Das Dach wurde teilweise abgenommen, um schnellstens an die Patienten heranzukommen. Die Patienten waren im Innenraum nicht mehr eingeklemmt. Es handelte sich um zwei männliche Personen. Genau, sie waren reanimationspflichtig, das heißt also, nachdem sie aus dem Auto gerettet wurden, wurde sofort mit einer Wiederbelebung bei beiden männlichen Personen begonnen. Unter Begleitung jeweils eines Notarztes wurden die beiden Personen in ein Klinikum der Maximalversorgung gebracht. Der Rettungshubschrauber ist ebenfalls angefordert worden, um eventuell eine zweite, weiter weggelegene Klinik anzufliegen. Das war aber aufgrund des Gesundheitszustandes nicht möglich, sodass beide Patienten bodengebunden zu einer Klinik hier in Essen gefahren wurden. Nachdem Teile des Daches mit hydraulischem Gerät geöffnet wurden, sodass die Personen, also die im Auto nicht eingeklemmt waren, ins Freie gerettet werden konnten, wurde sofort von den anwesenden Notärzten eine Reanimation bei beiden Personen eingeleitet. Der 16-Jährige und der 19-Jährige sind also kurz nach Eintreffen im Krankenhaus verstorben. Mit Rettungsdienstkräften und Feuerwehrkräften waren es ungefähr 45 bis 50 Feuerwehrkräfte.
Das war jede Meinung. Ja, ist der Fahrer.